Hallo Freunde und willkommen zurück zu Olympia 2012, die Olympischen Spiele in London, das Let's Play, und wir sind mittlerweile am 12. Tag angekommen, das heißt nur noch 3 Wettkampftage und das Finale steht voran. Also wir werfen nochmal einen Blick auf den Medaillenspiegel und sehen, dass die Briten 2 Punkte vor uns sind, was aber auch daran liegt, dass wir die ganzen schweren Disziplinen am Anfang gemacht haben, beziehungsweise in der Mitte, und jetzt haben wir noch welche, die wir wirklich beherrschen. Da haben wir jetzt noch genügend Zeitraum, um vorbeizuziehen, und ich hoffe natürlich, dass es jetzt im dritten Anlauf auf der Spielschwierigkeit schwer endlich klappt. So, wir werfen einen Blick auf die Disziplinen. Dies sind alle Disziplinen, die noch kommen, und auch nur diese, und ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Also ich gucke noch mal einen kurzen Blick. Beim Speerwerfen können wir uns eigentlich Gold einstreichen. 100 Meter Freistil der Herren ist immer so eine Sache, genauso wie 100 Meter Herrenrücken. Keirin der Herren, ja, da werden wir wahrscheinlich nur Silber, Bronze eine Chance haben. Tischtennis rechne ich mit einer goldenen, und Bogenschießen, tja, ist auch immer so eine Sache. Also ich würde sagen, wir machen einmal Keirin der Herren, und ich würde auch sagen, dass wir Bogenschießen machen, denn dann haben wir schon mal 2 Disziplinen weg, wo die goldene in Gefahr wäre, und ich bin gespannt, wie es läuft. Der Zeitplan sagt, dass wir Keirin der Herren um 9 und um 11 Uhr das Bogenschießen und die Finals um 14 und 16 Uhr. Los geht's im Velodrom in London mit der Qualifikation zum Keirin. So, da wären wir. Das Bahnradrennen und die Qualifikation. Das heißt, 6 treten an und wir müssen unter die ersten 3 kommen, damit wir ins Finale einziehen. Das heißt, am Anfang müssen wir natürlich mit nach vorne in die Spitzengruppe, damit wir dann alle Chancen haben. Und ich würde sagen, wir schummeln uns hier auch vorbei, jawohl. Vielleicht auch auf den zweiten, lieber zur Sicherheit. Und jetzt heißt es, die Position verteidigen. Vielleicht hier auf dem zweiten Platz, dann haben wir noch einen Puffer mehr. So, jetzt heißt es hier, Daumen drücken. Und das ist der dritte Platz. Damit haben wir die Qualifikation fürs Finale geschafft. Aber das wird wirklich nicht einfach werden. Also da müssen wir uns wahrscheinlich, um hier zu gewinnen, müssen wir wahrscheinlich richtig, richtig kämpfen. Vielleicht sogar auf dem ersten am Anfang fahren und alles wegblocken, was kommt. Wir werden es mal sehen. Jetzt heißt es aber erstmal Bogenschießen, Qualifikation. Und hier wollen wir uns selbstverständlich auch fürs Finale qualifizieren. Los geht's. Der Lord's Cricket Ground ist das Zuhause der Wettkämpfe im Bogenschießen. Und heute sind wir bei der Qualifikation im Einzel der Damen. Und hier wollen wir selbstverständlich uns qualifizieren fürs Finale. Windrichtung, ja, der Wind steht ein bisschen Gegenwind jetzt von der Seite. Und das ist eine 10. Perfekter Start in diesem Wettkampf. Und der zweite Schuss. Und auch das ist eine 10. Also 20 Punkte hier bei den ersten beiden Schüssen. Das ist bisher das perfekte Ergebnis. Und der dritte Schuss kommt jetzt. 9 Punkte. Damit können wir auch zufrieden sein. Das heißt 29 Punkte. Das ist ein Traumergebnis am Anfang. Damit haben wir schon mal 5 Punkte Vorsprung vor den 5. vor den Russen. Denn die ersten 4 kommen hier ins Finale. Zweiter Durchgang. Here we are, N2. 3 arrows gone already. This is the 4th of this matchup. Und die 9, ganz knapp. Hätte auch fast die 10 werden können.
Aber da haben wir jetzt noch alle Möglichkeiten. Und die 10 jetzt. Wieder ein sehr gutes Ergebnis, aber wie wir das wissen, in den Wettkämpfen ist der Wind meistens noch ein bisschen schärfer. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Und hier die 9, das heißt, ganz knapp an der Grenze zur 8. Mit den 28 Punkten können wir auf jeden Fall leben. Und wir sind zwar nur noch zweiter Platz, haben aber mittlerweile 9 Punkte Vorsprung vor den Russen. Dritter Durchgang. In die 9, so gerade eben noch am oberen rechten Rand. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt 8 Meter Seitenwind. Da warten wir nochmal, wie der ändert, direkt von der Seite. Und in die 8, ein bisschen zu oben, zu weit oben angesetzt. Ansonsten war die Mitte relativ nah. Und der dritte Schuss. Von vorne, also von hinten, Rückenwind hier. Und gerade noch in die 9. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt bei den 9. 26 Punkte, das heißt, wir haben hier zwar Punkte an China abgegeben, aber sind auf dem zweiten. Und jetzt mittlerweile schon 11 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Qualifikationsplatz. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einmal die 10, einmal die 9 und dann haben wir es. Also 19 Punkte brauchen wir und die sollten ja wohl drin sein. 6 Punkte hier, das war bisher der schwächste Schuss. Ein bisschen zu weit oben angesetzt durch den starken Rückenwind. Und wo wird's jetzt von der Seite? Das kann lustig werden. Und ja, recht gut gemacht. 9 Punkte hier. Und wir brauchen jetzt noch ein paar Punkte und dann haben wir's. Und das ist wieder die 9, ganz knapp am Rand. 24 Punkte, das reicht. Damit haben wir uns qualifiziert. Und zwar als dritter Platz. Da sind wir noch ein bisschen abgerutscht. Aber dies ist ja nur die Qualifikation. Wir werfen nochmal einen Blick auf das Gesamtergebnis. Die Chinesen sind vorne vor den Japanern, also die Asiaten hier dominierend. Wir sind mit 107 Punkten auf den dritten noch abgerutscht. Und vierter Platz ist Italien. Raus sind Russland, Finnland, Belgien und die USA. Wir werfen natürlich auch immer einen Blick auf die Briten, die sind dann im zweiten Halbfinale gewesen. Da hoffen wir natürlich, dass sich diese nicht fürs Finale qualifiziert haben. Aber jetzt geht's zum Finale, ins Velodrom, nach London, zum Keirin der Herren. Das Bahnradrennen, das Finale. So Leute, wir sind im Velodrom in London und jetzt geht es um Gold, Silber und Bronze. Und wir sind, wie gesagt, 2 Punkte hinter den Briten. Vielleicht können wir hier sogar schon angreifen. Die Briten sind hier auch qualifiziert und wir wollen natürlich versuchen, vor diesen zu bleiben. Die Strategie sieht wie folgt aus. Am Anfang am besten nach vorne und dann alles wegblocken, ein bisschen Energie einsparen und in der letzten Runde dann Vollgas. So, los geht's. Keirin der Herren. Daumen drücken. Das Feld startet hier schon mal extrem schnell. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vorbeikommen. Möglichst innen. Fünfter Platz, das reicht noch lange nicht. Können wir hier innen jetzt was reißen? So, dritter Platz ist schon mal. Können wir hier noch innen dran vorbei? So, die letzte Runde jetzt. Und jetzt nochmal Gas geben hier. Aber da geht uns die Puste aus. Das ist der dritte Platz. Wie auch in der Qualifikation sind das die Briten da vor uns. Ich weiß es jetzt noch nicht. Eine ganz vernünftige Zeit, aber nur Bronze. Und mal schauen, wer war vor uns. Nein, die Briten sind nur auf dem fünften Platz, holen hier nichts. Das heißt, wir haben einen Punkt aufgeholt. Gold für Holland, Silber für Neuseeland.
und ein Ergebnis, womit man zufrieden sein kann. Das heißt, der Rückstand jetzt nur noch ein Punkt. Und wer noch aufgepasst hat, von Anfang an dabei war, weiß, dass die Briten schon zweimal fürs Finale nicht qualifiziert waren, aber dennoch zweimal Silber geholt haben. Also 4 Punkte können wir uns im Notfall noch abrechnen, aber ich will es natürlich auch so schaffen. So, hier der Blick über den aktuellen Medaillenspiegel. 31 Punkte, die Briten, und wir sind mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz. Wenn wir einen Punkt mehr holen, dann sind wir durch die Anzahl der Goldmedaillen, wären wir dann vorne. Also es gibt ja verschiedene Zählungen. Manche rechnen nach Punkten, manche rechnen nach erstmal nach Gold, dann nach Silber. Damit wären wir natürlich dann Erster. Hier wird es allerdings nach Punkten gerechnet, aber bei Gleichstand haben wir immer noch die Möglichkeit, durch die Goldenen vorne zu sein. Viel Gerede, aber jetzt geht's los zum Finale im Bogenschießen der Herren. Der Damen. So Leute, und da wären wir beim Bogenschießen im Einzel der Damen im Lord's Cricket Ground. Und wir wollen jetzt natürlich hier eine Medaille holen. Und wir sehen, dass die Briten nicht im Finale stehen. Das heißt, wir können hier nur gewinnen. Können wir vielleicht Silber oder Bronze oder sogar Gold holen? Wir werden sehen. Erster Versuch. 5 Meter Seitenwind. Da warten wir nochmal, bis der wechselt. Schräg rüber. Au, 7 Meter. Mal gucken. In die 8, ja, ist ein gutes Ergebnis für diesen Wind, ist immer schwer einzuschätzen. Und der zweite Schuss. 8 Meter, da warten wir nochmal kurz. 9 Meter jetzt, oh, der ist auch nicht leicht. Und in die 9, sehr guter Schuss. Damit können wir ganz gut leben, bei dem Wind ist es gar nicht so leicht. Jetzt haben wir Wind von hinten. Und auch in die 8 hier, da haben wir 25 Punkte, das ist nicht das beste Ergebnis, aber für den Wind ist das schon gar nicht so schlecht. Vielleicht wird der noch ein bisschen schwächer, weil die Konkurrenz, ja, hat da zwar auch ein paar Probleme mitgehabt, aber nicht so viele wie wir. Hier die Chinesen und die Japaner wieder vorne weg. Das heißt, wird es nur ein Kampf um Bronze? Wir werden sehen. Und 10 Punkte angekratzt. Glück gehabt. Und der zweite Schuss. Wir werden aber nochmal warten, dass die Windrichtung ein bisschen wechselt. Von vorne jetzt. Und nochmal 10 Punkte. 20 Punkte jetzt. Optimal bisher. Dieser zweite Durchgang hier. Und was können wir im dritten Schuss machen? 8 Meter von der Seite. Und nochmal 10 Punkte. 30 Punkte und das bei diesem Wind. Ein super Ergebnis. Das war wichtig. Und wir werfen einen Blick. Ja, die Japaner haben nur 27 Punkte. Das heißt, jetzt sind wir punktgleich mit den Japanern. Und wir haben schon 5 Punkte Vorsprung vor dem vierten. Jetzt ist es ein Kampf um die silberne. Aber die goldene ist auch nur 2 Punkte entfernt. Dritter Durchgang. Zehn Punkte hier am Rand zwar, aber das macht gar nichts. Das heißt, die vierte 10 jetzt in Folge und der Wind schwächt ein wenig ab. Da warten wir nochmal, dass dieser sich aktualisiert. 4 Meter von vorne. Und nochmal 10 Punkte. Das heißt, jetzt die fünfte 10 in Folge. Und das im Finale. Genau der richtige Zeitpunkt. Und der dritte Schuss. Und am Rand zwar, aber wieder eine 10. Das heißt, zweimal 30 in Folge. Das habe ich selbst bei den vorherigen Durchgängen noch nicht einmal geschafft. Und jetzt im Finale, in dieser wichtigen Phase. Das heißt, jetzt punktgleich mit den Chinesen. Aber die Japaner auch 29 Punkte, sind ein Punkt hinter uns. Oh, da ist es richtig eng. Aber die Bronzene ist eigentlich schon sicher. Durchgang 4, der entscheidende Durchgang. Es geht um Gold oder um Silber. Und jetzt zählt's. Erster Schuss.
Und wieder am Rand, aber in die 10, die siebte 10 in Folge, der Wahnsinn hier. Und der nächste Schuss, 0 Meter, können wir das noch nutzen? Ja, können wir, wieder am Rand, aber wieder eine 10, was haben wir hier für ein Glück. Und der dritte Schuss, wenn es wieder eine 10 wird, haben wir hier Gold. Und es ist wieder die 10, fast in die Mitte, das heißt, wir haben tatsächlich 9 Mal in Folge hier die 10 Punkte geholt. Der Wahnsinn. 115 Punkte. Von 120 möglichen. Und damit haben wir die Goldmedaille geholt. Hier im Bogenschießen. Der Wahnsinn. Vor den Chinesen und den Japanern. Und die Briten waren nicht mal im Finale dabei. Das heißt, wir führen den Medaillenspiegel an, aber jetzt erstmal völlig verdient zur Siegerehrung und zur Nationalhymne. So, jetzt sehen wir es hier, weiß auf blau. Wir sind vor den Briten 2 Punkte mit dieser Goldmedaille hier. Ein sehr erfolgreicher Tag. 4 Punkte heute. 4 Punkte auch mehr als die Briten. Das heißt, wir sind wieder in Führung. Und wir haben ja noch 2 Tage mit Disziplin, die wir beherrschen. Jetzt heißt es, die Position halten und am letzten Tag dann möglichst vorbei, also auf dem ersten Platz bleiben. Hier nochmal der Überblick über die Disziplin von heute. Im Kairin haben wir Bronze geholt hinter Neuseeland und der Niederlande. Und eben gesehen im Bogenschießen Gold und die Chinesen und die Japaner, Silber und Bronze. Und die Briten sind komplett leer ausgegangen. Das heißt, wir sind jetzt vorne und wollen es natürlich auch bleiben. Und ob wir es bleiben, seht ihr morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei London 2012. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!